Tina, ich freue mich so auf Mikosch. Ist das nicht toll, dass der Graf ihn für das Schlossfest eingeladen hat? Ja, klar. Och, Bibi, kannst du es denn noch aushalten? Ach, Tina, bist du etwa neidisch, weil dein Alex seine Tante Heidchen abholen muss? Von wegen. Ich freue mich auch auf Mikosch. Ich bin gespannt, was er und Babuschko auf dem Schlossfest vorführen werden. Der Graf hat gesagt, dass ihr Auftritt der Höhepunkt des Festes sein wird. Wo Mikosch nur bleibt. Bibi, der Weg aus Ungarn ist weit. Ich würde ihn ja auch gern mal wieder auf Schendrö besuchen. Achtung, Bibi, der Wegweiser. Du hältst ihn ganz schief. Bibi! Was? Oh! Ein bisschen weiter nach rechts. So? Prima! Ah, die fleißigen Helferinnen. Das sieht ja schon gut aus. Danke, Herr Graf. Ich habe zu danken. Sehr gut habt ihr das gemacht. Jetzt steht meinem Sommerfest ja nichts mehr im Wege. Mikosch! Da ist Mikosch mit Babuschko! Hallo, Mikosch! Guten Tag, Herr Graf. Hallo, Tina. Hallo, Bibi. Hallo, mein lieber Graf von Falkenstein. Freut mich außerordentlich, dass ich jetzt hier bin für Ihr sommerliches Schlossfest. Thank you für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass Sie kommen konnten. Aber nein, die Freude ist ganz meinerseits. Tina, warum redet der so geschwollen? I don't know. Ich weiß es einfach nicht, Milady Bibi. Meine Damen. Psst. Willkommen, Mikosch. Wie ich sehe, hast du Lord Pendleton bereits unterwegs kennengelernt. Yes, indeed, das hat er. Wir sind zusammen Zug gefahren. Der junge Herr hat mir alles über sein wunderbares Pferd erzählt. Babuschko. Die beiden werden bei dem Fest auftreten, nicht wahr? Ja, aber natürlich. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Das war eine super Idee. Bibi. Was ist denn das für ein Zeichen auf Ihrem Aktenkoffer, Lord Pendleton? Das ist das Familienwappen der Pendletons. Es wurde unserer Familie im Jahre 1738 vom englischen Königshaus zuerkannt. Ja, allerdings, der Stammbaum der Pendletons reicht sehr weit zurück. Es wird euch interessieren, dass die Familie eine berühmte Zucht englischer Vollblüter besitzt. Wirklich? Ja, wir kennen uns von den großen Pferderennen in Ascot. Lord Pendleton hatte dort auch einige Pferde am Start. Und, haben sie gewonnen? Nun ja, einige schon. Es war ein recht erfolgreiches Jahr, wenn ich so sagen darf, junge Dame. Nun, ich würde sagen, wir beide trinken jetzt einen Tee zusammen und dann bringe ich Sie in Ihr Hotel. Perfekt, it's tea time. Nun, junge Dame, mein Herr, wollen wir zum Martinshof reiten? Ja. Euer Hochwohlgeboren Babuschko wünscht, auf die Koppel zu gelangen. Hattet ihr eine gute Reise? War ein bisschen lang für Babuschko, nicht wahr? Wo ist denn Alex? Alex ist für ein paar Tage weg. Er holt seine Tante Heidchen ab. Ach komm, Tina, stell dich nicht so an. Zum Fest ist er doch wieder da. Hallo, Mikosch. Guten Tag, Frau Martin. Ich wollte mal sehen, wie weit ihr seid. Ich habe den Pferden noch etwas mitgebracht. Schaut mal. Den Korb stellen wir in die Pferdekiste. Prima Idee. Übrigens gibt es gleich Abendbrot. Ja, ich habe schon solchen Hunger. Wir putzen nur noch Babuschko. Dann kommen wir, Frau Martin. Ich brauche noch ein bisschen Hilfe in der Küche. Soll ich mitkommen, Frau Martin? Nein, Mikosch, ich mach das schon. Bis gleich. Babuschko!
Mein Guter. Ja, jetzt hast du dir ein Leckerli verdient. Klickst du hier, dann siehst du, was Bibi und Tina alles dabei haben. Jetzt kannst du Babuschko eine Möhre oder einen Apfel geben. Ja, das schmeckt. Die Pferde haben bestimmt Durst. Super. Komm, wir putzen jetzt Babuschko. Ja, jetzt kannst du Babuschko putzen. Na dann los. Das ist ein Gummistriegel. Mit dem raust du das Fell auf. Dann löst sich der grobe Schmutz schon mal. Am besten nimmst du jetzt die Kardätsche, das ist die Bürste. Damit bürstest du das Fell, bis es sauber ist. Jetzt musst du dich noch um Mähne und Schweif kümmern. Vorsicht, dass es nicht zieht, wenn du Mähne und Schweif kämmst. So, Mähne und Schweif sind jetzt fertig. Jetzt die Hufe. Das ist der Hufkratzer. Damit kratzt du die Hufe aus. Das ist das Allerwichtigste. Wenn die Hufe nicht gut gepflegt werden, fängt das Pferd an zu lahmen. Ja, gut. Genau. Und jetzt das Huffett. Das Huffett nimmt man, damit der Huf nicht austrocknet. Genau. Ja, sehr schön. Super. Jetzt ist Babuschko richtig gut geputzt. Sieh mal, Babuschko fühlt sich wohl. Na, du Wilder? Er genießt den Auslauf richtig. Komm, Tina und ihre Mutter warten sicher schon mit dem Abendbrot. Super, ich habe nämlich einen Bärenhunger. Bis morgen. Gute Nacht, Babuschko. Ist das matschig. Was ist denn hier passiert? Jemand hat das Tor aufgemacht. Babuschko! Jetzt brauche ich Sabrina und ein bisschen Hexerei. Babuschko ist ausgerissen. Ich fange ihn für dich ein, Mikosch. Ene Mene, 1, 2, 3. Zaum und Sattel kommt herbei. Hex, Hex! Und los, Galopp, Sabrina! Bibi muss sich beeilen, um Babuschko einzuholen. Ja!
Oh! Hoffentlich kann Bibi Babuschko einholen. Er ist sehr schnell. Sabrina ist auch schnell. Und Bibi ist eine gute Reiterin. Sieh mal, die Hufspuren. Babuschko ist gestiegen. Etwas muss ihn erschreckt haben. Und dann ist er in vollem Galopp losgeprescht. Da muss das Tor schon offen gewesen sein. Da ist ja ein Wappen drauf. Ja, das Familienwappen der Pendletons. Der Lord hat es auf all seinen Koffern. Das müssen wir Bibi zeigen. Ja, wo sie nur bleibt. Bibi! Da sind sie. Alles in Ordnung. Ja, das ist mein Babuschko. Ihm hat das alles gar nichts ausgemacht. Er sieht sogar richtig vergnügt aus. Ruhig, ruhig, Babuschko. Ist ja alles gut. So, Sabrina ist jetzt sauber. Mikosch, alles in Ordnung mit Babuschko? Ist er bereit für eine Dusche? Ja, es geht ihm prima. Er hat sich nichts getan. Nicht wahr, Babuschko? Zeig Bibi mal, was wir am Tor gefunden haben. Oh ja, sieh mal, Bibi, das lag am Tor. Ist das nicht das Wappen der Familie Pendleton? Ja. Ist doch seltsam, nicht? Na ja, vielleicht hat Lord Pendleton ja gestern noch einen Spaziergang gemacht. Am besten bringen wir ihm das Tuch nachher ins Hotel. Ich glaube, Babuschko möchte gewaschen werden. Ja, ach, der Ärmste. Der Schlamm trocknet schon an. Joi, na dann schnell. Wir waschen dich, Babuschko. Nicht erschrecken, Babuschko. Jetzt wirst du schön sauber gewaschen, mein Guter. Ja, prima. Spritz Babuschko ruhig ordentlich ab, damit der Dreck runterkommt. Er mag Wasser gern. Es muss noch Wasser und ein bisschen Pferdeshampoo in den Eimer. Toll, das gibt richtig viel Schaum. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schwamm. Ja, genau. Jetzt können wir Babuschko einschäumen. Oh, ein Schaumpferd. Okay, der Schaum muss jetzt ausgespült werden. Genau. Schön gründlich spülen, damit keine Seifenreste im Fell bleiben. Ja, das ist schön, Babuschko, was? Super. Jetzt trocknest du Mähne und Schweif mit dem Handtuch. Genau. Und jetzt die Haare vorsichtig trocknen. Schon fertig? Für das Fell nehmen wir das Schweißmesser. Damit kann man das Wasser prima rausstreifen. Mit dem Schweißmesser streifst du über Hals, Rücken und Bauch. Babuschko ist jetzt fertig. Na, jetzt fühlt ihr euch wohl, was? Ich könnte jetzt auch eine Dusche brauchen. Bei der Hitze sind wir im Nu wieder trocken. Toll. Die Pferde sehen ja blitzblank aus. Als Belohnung habe ich euch etwas mitgebracht. Oh, das ist ja die neue Pferdezeitschrift, Mutti. Ja, da steht was über das Gestüt Schendrö drin.
uns später lesen. Wir nehmen die Zeitschrift mit. Genau. Jetzt lass uns mal zum Schloss reiten. Stimmt ja. Du musst für deine Show üben. Mikosch, hast du den Pferdepass von Baboschko? Der Graf braucht ihn. Er hat gerade angerufen. Ja, in der Satteltasche. Ich schau noch mal nach. Das kapiere ich nicht. Was ist denn? Ich verstehe das nicht. Wo sind bloß Babuschkos Papiere? Ich hatte sie ganz sicher in meiner Tasche. Du findest sie bestimmt wieder. Ich weiß nicht. Ich begreife das einfach nicht. Mikosch, du musst jetzt für deinen Auftritt üben. Aber der Graf braucht doch Babuschkos Papiere. Vergiss mal für einen Moment die Papiere. Genau, die können wir später suchen. Lass uns lieber weitergehen zum Festzelt. Ich freue mich schon. Tina, weißt du noch, wie wir mal versucht haben, im Stehen zu reiten? Ja, das war ganz schön schwer. Babuschko und mir macht das akrobatische Reiten einen Riesenspaß. Es geht dabei vor allem darum, mit dem Rhythmus und der Bewegung Babuschkos mitzugehen. Ob ich nun Handstand mache oder seitlich am Pferd hänge, ist dabei egal. Hauptsache, ich halte die Balance. Wie lange bleibst du immer in einer Haltung? Ach, nur einen Moment. Dann wechsle ich. Wollen wir anfangen? Und hopp, Babuschko! Nein, mein Guter, ja. Wahnsinn, was Mikosch alles kann. Ja, das war wirklich toll beim Training zuzusehen. Ich finde das, was er macht, viel besser als Voltigieren. Ich finde Voltigieren auch schön. In der Pferdezeitschrift gibt es einen Artikel darüber. Komm, lass uns jetzt zum Hotel reiten. Sonst stehen wir immer noch hier, wenn Mikosch mit dem Training fertig ist. Amadeus, du willst unbedingt los, was? Sabrina ist auch schon ganz ungeduldig. Lass uns zum Hotel reiten, dann können wir Lord Pendleton gleich sein Tuch geben. Klickst du hier, dann siehst du eine Karte der Umgebung vom Martinshof. Mit ihrer Hilfe kannst du entscheiden, wohin Bibi und Tina reiten sollen. Hier siehst du die Umgebung vom Martinshof. Du kannst dir aussuchen, wohin wir reiten. Falkenstein. Dort ist das Hotel, in dem Lord Pendleton wohnt. Ja, los! Seltsam, dass das Tuch von Lord Pendleton direkt am Tor lag. Vielleicht hat er ja wirklich gestern noch einen Spaziergang gemacht und ist dabei an der Koppel vorbeigekommen. Hoffentlich ist Lord Pendleton überhaupt da. Sonst geben wir das Tuch eben an der Rezeption ab.
Na, nur die jungen Ladies. Das ist ja eine Überraschung. Guten Tag, Lord Pendleton. Guten Tag. Wir wollten Ihnen Ihr Tuch zurückbringen. Mein Tuch? Ah, thank you. Das ist wirklich mein Tuch. Aber ich habe es nicht bei euch auf der Koppel verloren. Das muss mir ein Souvenirjäger entwendet haben. Vielen Dank. Aber ich muss jetzt wirklich ganz dringend ein Telefonat tätigen. Das ist ja seltsam. Psst. Woher wusste er, dass wir das Tuch am Koppeltor gefunden haben? Keine Ahnung. Nein, er ist mir ausgerissen. Hat sich wie ein Teufel gewehrt. Ist eben ein Hengst, ein ungarischer Wildfang. Geht gerade nicht. Der Junge trainiert mit ihm. Ja, ich rufe gleich. Mist. Jetzt ist er vom Fenster weggegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Er hört sich an, als ob er von Baboschko spricht. Guten Tag. Hier spricht Lord Pendleton. Könnten Sie mich bitte... Ich höre nichts mehr. Bibi, ich klettere am Spalier hoch. Wenn jemand kommt, hex mich schnell runter, ja? Jetzt müssen wir leise sein und auf jedes Geräusch lauschen. Denn das Spalier ist an manchen Stellen etwas morsch und knackt sehr laut. Versuche, einen leisen Weg zu finden. Wir können jetzt einen Termin machen. Ja, es ist mir etwas dazwischen gekommen. Nun, ich hab ihn so gut wie. Ich hab ihn hier bei mir auf der Koppel. Ein herrlicher Hengst, Sie werden begeistert sein. Ein ungarisches Wildpferd. Aber ja, natürlich. Ich habe die Originale an mich gebracht und einen neuen Pferdepass angefertigt. Noch nicht... Ich werde sie sofort vernichten. Ja. Wann soll ich da sein? Ja gut, in einer halben Stunde. Das ist unglaublich. Er trifft sich mit jemandem. Er tut so, als ob Baboschko ihm gehört. Und er hat seinen Pferdepass. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Ach, Bibi, das glaubt uns doch kein Mensch. Und wenn wir warten, dann... Wir warten doch nicht ab. Wir brauchen Beweise. Was hast du vor? Wir müssen in sein Zimmer. Vielleicht finden wir den gefälschten Pferdepass. Oder irgendetwas anderes, was uns weiterhilft. Aber Bibi... Hast du eine bessere Idee? Nein. Also los. Lass uns ins Hotel gehen. Ja, los. Jetzt müssen wir sehr geschickt sein, um niemandem im Hotel zu begegnen. Wenn jemand kommt, müssen wir ausweichen. Thank you.
wir haben es geschafft. Puh, das war knapp. Ein Glück, dass die Tür nur angelehnt war. Lord Pendleton hatte es offenbar sehr eilig. Komm, wir beeilen uns lieber. Süß. Die hat sich bestimmt vor dem Hund hier versteckt. Die Tür stand ja offen. Sieh mal, da ist ein Papierschnipsel. So viele Schnipsel. Das ist ja ein richtiges Puzzle. Kannst du das wieder in Ordnung bringen? Na bitte, jetzt hast du schon mal einen guten Anfang. Hey, du kommst gut voran. Genau so. Super. Fertig. Das hast du toll gemacht. Jetzt müssen wir den Pass nur noch zusammenkleben. Ene mene Puzzletanz, Pferdepass sei wieder ganz. Hex, hex! Möchtest du dir Babuschkos Pass ausdrucken? Dann klicke auf den Drucker. Wenn du lieber gleich weiterspielen möchtest, klicke auf Bibi und Tina. Übrigens gibt es einen Pferdepass zum selber ausfüllen in der Pferdezeitschrift. Wenn du hier klickst, beendest du das Spiel. Gut, dass kein einziger Schnipsel verloren gegangen ist. Bibi, ist dir klar, was wir entdeckt haben? Das hier ist Babuschkos Pass. Und Lord Pendleton hat ihn absichtlich zerrissen. Ja, leider haben wir die gefälschten Papiere nicht gefunden. Die hat er bestimmt bei sich. Babuschkos Pferdepass haben wir jedenfalls wieder. Den nehmen wir mit. Los, komm! Wir müssen zu Mikosch. Na, habt ihr lange gewartet? Ja, feiner Amadeus. Lass uns gleich zum Schloss. Wir müssen Mikosch alles erzählen. Das ist Schloss Falkenstein. Ja, los!
Am besten, wir bitten den Grafen um Hilfe. Amadeus, du merkst, dass ich aufgeregt bin, was? Wenn Mikos hört, was Lord Pendleton gemacht hat, wird er ziemlich sauer sein. Mein Babuschko wird niemand stehlen. Was hast du vor? Ich sag diesem Pendleton mal meine Meinung. Der soll es nur wagen. Lass uns erst mit dem Grafen sprechen. Er ist gerade unterwegs. Muss was ganz Wichtiges erledigen. Ich mache das selber. Mikos, nein! Wir haben immer noch keine richtigen Beweise. Wir müssen Lord Pendleton eine Falle stellen, damit er sich verrät. Wir müssen ihn überführen. Mikos, ich bin auch wütend. Aber solange wir alle bei Babuschko sind, kann ihm ja nichts passieren. Wir sind bei dem ganzen Trubel noch gar nicht dazu gekommen, den Ablauf für den Auftritt festzulegen. Lasst uns das doch erstmal machen. Vielleicht ist der Graf danach wieder da. Ja, lasst uns ins Festzelt gehen. Moment, bevor ich es vergesse. Mikos, wir haben dir den Pferdepass noch gar nicht zurückgegeben. Behalte ihn erstmal. Den Pferdepass geben wir nachher gleich dem Grafen. Lass uns jetzt ins Festzelt gehen. Hier kannst du dir die Musik für Mikos und Babuschkos Auftritt aussuchen und anhören. Du kannst dir eine tolle Lichtshow ausdenken und überlegen, wie die Kunststücke am besten zusammenpassen. Außerdem kannst du dir alles, was du ausgesucht hast, als kleinen Film ansehen. Und so lange verändern, bis es dir gefällt. Los geht's! Hier macht Mikos Handstand. Hier geht Mikos in die Standwaage. Toll, ich glaube, das kenne ich. Klasse, den Song mag ich gerne. Das ist weißes Licht. Es ist am hellsten. Hier bekommst du blaues Licht. Das ist rotes Licht für dramatische Effekte. Hier gibt's gelbes Licht für die Show. Bei der Fahne hängt Mikos seitlich am Pferd. Hier steht Mikos. Hier sitzt Mikos. Oh ja,
Jetzt sehen wir mal nach, wie das aussieht, was wir bisher gemacht haben. Möchtest du noch Dinge verändern? Na, habt ihr uns vermisst? Ich freue mich schon auf den Auftritt. Ihr habt mir toll geholfen. Das wird eine super Show. Ich bin schon total gespannt. Wo der Graf nur bleibt. Er ist mit dem Auto unterwegs. Irgendwelche Besorgungen machen. Kommt! Wir bringen Babuschko erstmal in den Stall. Da kann er sich ein bisschen ausruhen. Oh, ist das heiß heute. Wir sollten Babuschkos Beine nach dem Training kühlen. Super! Jetzt brauchen wir Eimer und Schwamm. Das Fell muss an den Stellen, die verschwitzt sind, mit dem Schwamm ausgewaschen werden. Und die Beine müssen gekühlt werden. Super. Jetzt fühlt sich Babuschko wieder wohl. Prima. Jetzt sind wir fertig. So, jetzt hast du dir wirklich eine Belohnung verdient. Ah, du Genießer. Wo der Graf bloß bleibt. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, er ist gerade angekommen. Wir müssen mit ihm reden. Moment. Zuerst werde ich einen hexischen Warnkreis um Babuschko hexen. Ein hexischer Warnkreis? Was ist das denn? Der wirkt wie eine Alarmanlage für Babuschko. Nur besser. Ene mene Kreis im Stroh, sicher ist jetzt Babuschko. Ene mene gute Tarnung, dieser Kreis gibt uns eine Warnung. Hex, hex! So, jetzt kommt niemand mehr unbemerkt an Babuschko ran. Unglaublich! Kommt, wir suchen den Grafen. Herr Graf, wir müssen da dringend... Da seid ihr ja. Ich brauche dringend eure Hilfe. Dem Zauberer sind alle Kaninchen ausgerissen. Das ganze Festzelt ist voller hoppelnder Kaninchen. Eine Katastrophe. Könnt ihr sie bitte wieder einfangen? Ja, aber... Danke. Vielen Dank. Hat keinen Sinn. Er ist total im Stress. Da hilft nur eins. Wir müssen zuerst die Kaninchen einfangen. Ja, und Babuschko? Babuschko ist in Sicherheit. Wirklich, Mikosch. Gut, du hast ja recht.
Kaninchen. Das sind ganz schön viele. Lass uns gleich anfangen. Ja. Hey. Joi. Gut. Ja. Hopp. Joi. Jetzt können wir endlich mit dem Grafen reden. Habt ihr die Kaninchen? Ja, allesamt. Aber jetzt müssen wir dringend mit ihnen sprechen. Ja, Lord Pendleton will Babushko stehlen. Moment, immer mit der Ruhe. Ich muss doch sehr bitten. Was sind denn das für Anschuldigungen, junger Mann? Aber es ist wahr, wir... Das ist der Alarm von meinem hexischen Warnkreis. Schnell, wir müssen zum Stall. Was geht hier vor? Ich bin ausgerutscht. Sie sollten sich einen rutschfesten Gummibelag in die Stallgasse legen lassen. Mein Onkel Richard... Was sind das für Papiere? Da, sehen Sie, Herr Graf. Na, na, Junge. Das sind wichtige Unterlagen. Das müssen die gefälschten Papiere für Babushko sein. Das ist doch... Kaufvertrag. Das ist doch ein Foto von Babushko. Ich, Lord Pendleton, bestätige hiermit, dass der Hengst aus meiner Zucht stammt und hervorragende Anlagen... Unglaublich! Unglaublich! Sie will ich hier nie wieder sehen. Und seien Sie versichert, ich behalte jedes Ihrer Geschäfte im Auge. Ich warne Sie, sollte es je wieder irgendwelche Vorfälle geben, bekommen hiermit die Anwälte Ihrer Familie zu tun. Gehen Sie. Danke. Puh, das war toll, Herr Graf. Zeig ihm den Pferdepass. Ach ja, Babushkos Pass. Das Original. Hätte ich fast vergessen. Nun, ich frage jetzt nichts. Gut gemacht. Aber jetzt schnell. Das Fest geht gleich los. Oh je, ich muss mich umziehen. Geh nur. Wir kümmern uns um Babushko. Danke. Hilfst du uns, Babushko für den Auftritt vorzubereiten? Los geht's. Jetzt machen wir dich schön, Babushko. Na, bist du aufgeregt? Als erstes wird das Fell mit dem Striegel gesäubert. Das kennst du ja schon. Jetzt die Kardetsche. Babushkos Fell soll schön glänzen. Noch Mähne und Schweif, damit sie im Galopp so richtig schön wehen. Und jetzt vorsichtig kämmen. Gut. Ja, Hufe kratzen muss auch noch mal sein. Gut. Und jetzt kommt was ganz Tolles, das Glitzerhuföl.
Du trägst es genau wie Huffett auf. Glitzerndes Huföl. Wow. Ja, das sieht richtig toll aus. Babuschko sieht ja schon sehr festlich aus. Ja, sieh mal, wir haben auch noch Sternchen fürs Fell. Die kann man später wieder ausbürsten. Mhm. Glitzersterne fürs Fell. Ach, wie schön. Jetzt brauchen wir nur noch den Gurt, den mit den Griffen. Jetzt kommt das Beste. Setz ihm doch mal seinen Kopfschmuck auf. Ja, Babuschko, gleich geht's los. Braves Pferd. Wow, Babuschko, du siehst ja fantastisch aus. Jetzt fehlt nur noch Mikosch. Mal sehen, was er sich angezogen hat. Lass uns rausgehen. Ihr seht toll aus zusammen. Ich bin aufgeregt. Na, na. Mach's gut, mein Süßer. Toi, 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 Mikosch. Viel Glück euch beiden. Komm, Bibi, wir gehen schon mal rein. Bis gleich, Mikosch. Bist du bereit, Babuschko, mein Großer? Sie sahen den großen Zauberer Hokus von Pokus mit seinem spektakulären Kaninchentrick. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an meinen Sohn Alexander. Meine Damen und Herren, wir steuern jetzt auf den Höhepunkt der diesjährigen Show zu. Manege frei für Mikosch und Babuschko. Los geht's. Ich bin ziemlich aufgeregt. So viele Leute. Ich reite jetzt die Show, so wie wir sie uns ausgedacht haben. Am wichtigsten ist, dass ich im Gleichgewicht bleibe. Los geht's! Und hopp, Babuschko! Wunderbar! Eine großartige Leistung! Das war sehr, sehr gut, junger Mann. Gratulation! Toll! Hey, das war super! Ehrlich!
Achtung! Bitte mal alle hersehen. Und? Das ist ein tolles Bild fürs Fotoalbum. Ich brauche noch eins für Mikosch. Wenn an deinem Computer ein Drucker angeschlossen ist, kannst du dieses Bild jetzt ausdrucken. Klicke dazu auf den Drucker-Button und such dir aus, ob du einen farbigen Ausdruck des Fotos haben möchtest oder einen zum selber ausmalen. Die Fotos sind jetzt in der Pferdekiste. Nanu, da ist ja noch ein Kaninchen. Fang es schnell ein. Mikosch, ich habe das Foto für dich. Dann hast du eine Erinnerung. Das ist ja schön. Das klebe ich mir zu Hause ins Album. Danke, Bibi. Danke für alles. Es ist schön, dass du da bist. Ja. Wie lange kannst du denn noch bleiben, Mikosch? Ich bin noch eine ganze Woche hier. Das ist ja toll. Dann können wir noch richtig viel ausreiten, baden und Eis essen gehen. Ach, bin ich froh, dass Babuschko nichts passiert ist. Ja, da bin ich auch froh. Wenn du und Tina nicht so gut aufgepasst hättet... Wir haben aber aufgepasst. Und jetzt wird gefeiert. Was höre ich hier von feiern? Na, wenn das kein tolles Sommerfest ist, das machen wir nächstes Jahr wieder. Feiern kann man nie genug. Joi! Na dann? Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Möchtest du jetzt in der Spielebox weiterspielen? Dort kannst du dir einen Platz in der besten Liste erobern.